Markus, was gibt's Neues von Schwalbe im Bereich der E-Mobilität für 2019? Ja, wir haben was ganz Neues am Start. Das ist ein Reifen für E-Enduro und der Name ist Eddy Current. Ja, Markus, wir haben eben schon darüber gesprochen, was ihr für 2019 mitgebracht habt. Von Schwalbe ist der Eddy Current, ein reiner E-MTB-Reifen. Was zeichnet jetzt diesen Reifen aus? Ja, ich hole nochmal, dass wir uns auch anschauen können. Also, das ist der Reifen, Eddy Current. Was man sieht, es sind zwei verschiedene Reifen, es ist nicht nur einer. Das heißt, wir haben einen Reifen speziell für den Hinterreifen oder fürs Hinterrad und einen Reifen fürs Vorderrad. Wie man sieht, der Hinterradreifen ist deutlich breiter, hat deutlich größere Stollen. Dadurch kreiere ich halt deutlich mehr Grip, aber auch Haltbarkeit, weil hinten ist natürlich die Motorleistung. Und am Vorderrad brauche ich mehr Führung. Ich brauche etwas mehr Kurvengrip, deswegen auch etwas offeneres Profildesign im Vergleich zum hinteren und eben Bremstraktion. Und die Sicherheit bezüglich Handschutz ist halt dadurch gewährleistet, dass wir eine sehr, sehr stabile Karkassenkonstruktion gewählt haben, die sogenannte Super Gravity Karkasse, die auch im Downhill-Sport eingesetzt wird. Okay, das ist schon ganz schön technisch. Dann machen wir es noch technischer. Ich sehe hier an der Seite den Schriftzug Eddyx und der Reifen hat so einen orangenen Streifen. Klär uns doch mal auf, was das bedeutet. Ja, Eddyx haben wir letztes Jahr auf der Messe hier in den Markt eingeführt. Das ist ein Name für unser Gummimischungskonzept. Und es ist so, dass es verschiedene Eddyx-Mischungen gibt. Unter anderem eine Eddyx-Mischung, die eben mit einem orangenen Label und einem orangenen Streifen gekennzeichnet ist. Und das ist halt eine Gummimischung, die einen sehr guten Kompromiss darstellt aus Rollwiderstand und Dämpfungsperformance. Was gibt es noch für verschiedene Gummimischungen oder Eddyx? Ja, es gibt drei verschiedene oder sogar vier. Es gibt, wie gesagt, diese hier, das ist Eddyx Soft. Dann gibt es noch ein extremeres, das ist Eddyx Ultra Soft. Das wird vornehmlich im Downhill-Sport eingesetzt. Es gibt noch ein Eddyx Speed Grip. Wie der Name schon sagt, ein guter Kompromiss zwischen Rollwiderstand und Grip. Und es gibt eins, was sehr spezialisiert ist auf Cross-Country-Rennsport oder Marathon-Rennsport. Das nennt sich einfach nur Eddyx Speed. Wenn ich jetzt ein normaler Mountainbiker bin, der sonntags seine Runde fährt, gerne im Bergischen, was würdest du mir da für einen Reifen empfehlen? Also wenn es um die Gummimischung geht, definitiv Speed Grip, weil das der beste Kompromiss ist und der ist wirklich sehr, sehr leicht rollend. Und das will man ja grundsätzlich, man will ja nicht sich zu sehr beanspruchen. Und zum Tourenfahren, wenn es um das Mountainbike-Profil geht, würde ich immer zum Nobinik raten. Welche verschiedenen Profile bietet ihr jetzt speziell für E-MTBler an? Also ganz speziell für E-MTB ist tatsächlich der Eddy Current. Aber wir bieten zum Beispiel Nobinik oder auch Smart Sam in bestimmten Ausführungen an, die speziell E-Bike-ready sind. Wer bei euch im Hause kommt eigentlich immer auf die lustigen Namen? Die Kiste Bier, die wir da immer trinken, die kommt auf die Namen. Nein, tatsächlich sitzen wir zusammen mit 5 bis 10 Leuten, die da involviert sind. Und es ist auch immer ein Prozess. Es ist also nicht so, dass man sagt, du brauchst jetzt einen Namen. Es wird darüber diskutiert und am Ende des Tages hat man einen Namen. Sondern das ist meist ein Prozess von einer Woche oder sogar 4 Wochen. Das ist je nachdem. Ich finde es lustig. Ich würde gerne mal an so einer Sitzung teilnehmen. Ist bestimmt ganz spaßig. Vielen Dank bis hierhin. Alles klar, gerne.